Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zu Capture One. Heute geht es um Farben, das heißt Color Grading und Farbkorrekturen in Capture One. Gleich nach dem Intro geht's los. So, ich habe im letzten Video angekündigt, ich möchte den Instagram-User der Woche präsentieren. Und dazu müsst ihr einfach nur meinen YouTube-Kanal folgen, hier kommentieren, die Glocke aktivieren und dann auch meinen Instagram-Accounts folgen oder zumindest einen davon. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, schickt mir einen Screenshot davon und ihr habt die Möglichkeit, dann beim nächsten Video präsentiert zu werden. So, Color Grading. In Capture One haben wir mehrere Tools, die auf Farben sich spezialisiert sind, wo man Farbkorrekturen machen kann, beziehungsweise wo man Color Grading dann im Endeffekt machen kann. In den meisten Fällen auch von Phase One selber wird dann eben nur das Farbbalance-Tool erwähnt, aber ich finde, da gehört ein bisschen mehr zu Color Grading und wir starten einfach mal mit dem Farbbalance-Tool, weil zum Farbeditor habe ich ein eigenes Video und das blende ich hier oben in der im Bild ein. Schauen wir uns das Farbbalance-Tool an. Das kann man hier vergrößern und rausziehen, wie alle anderen Tools auch. Wir haben 5 verschiedene Tabs. Bei den einen den Master-Tab, da kann man dem Bild einen Farbstich eben verleihen. Und man kann das eben hier mit diesem Kreis in der Mitte, Master-Tab, hier, kann man hier den Slider in der Mitte herumziehen. Und man kann das hier auch am seitlichen Regler hier. Was man im Master Tab hier nicht machen kann, man kann diesen Luminanz leider nicht benutzen. Den kann man dafür aber in den anderen benutzen. Das wäre hier der Drei-Wege-Tab. Hier hat man den Einblick auf Tiefen, Mitteltöne und Lichter. Und da machen wir das Ganze mal. Sehen wir uns das Ganze an. Also ich kann hier bei den Tiefen eingreifen, das sieht man hier bei diesem Verlauf, den ich vorher von schwarz auf weiß gehabt habe, sieht man denn hier, dass ich hier in den Tiefen blau habe, in den Mitteltönen habe ich das gelb und oben in den Lichtern habe ich das rot. So weit es geht, wenn ich das Ganze hier jetzt dann auch ein bisschen mit den Luminanzslidern verändere, dass sich die Schwarzwerte auch ein bisschen verschieben oder die Lichter, dann kann ich das hier eben auch beeinflussen noch. Ja. Also ich kann hier im Farbbalance-Tool nicht nur Farbkorrekturen oder ein Color Grading machen, ich kann hier auch einen Kontrast schon mitgeben dem Bild. Ja. Gehen wir aber über in die Praxis und da zeige ich euch, wie ich den Farbbalance-Regler benutze. Ich habe das Bild hier zurückgesetzt. Gehe hier einfach mal auf Tageslicht. Ja, Tageslicht war das, genau. Jetzt kann ich hier mit dem Farbbalance-Tool, wenn ich hier in Master-Tab hier reingehe, kann ich hier dieses Blau, was ich durch den Weißabgleich hier eben habe, kann ich das Ganze hier ein bisschen korrigieren. Genauer bin ich da hier mit diesem Slider hier. Nachdem ich jetzt hier mit der Maus arbeite, tue ich mal hier mit dem Slider leichter. Wenn ich den Stift in der Hand habe, dann kann ich das hier in der Mitte ganz gut regeln. Fürs Color Grading selbst mache ich das Ganze immer auf einer gefüllten Ebene und die nenne ich Color Grading. Und die Deckkraft setze ich hier auf 50% retour und ich kann hier weiterarbeiten. Ich möchte dem Bild in den Tiefen eher so ein Violett mitgeben. Soweit ich das eben möchte, beziehungsweise wie weit mir das gefällt. In den Mitteltönen möchte ich eher das Ganze wärmer haben. Das heißt, ich gehe hier in das Orange rüber und in den Highlights mache ich das Ganze gelblicher. So.
Und dann kann ich hier jetzt dann noch sagen, ich möchte hier einen Kontrast rein haben. Und das Ganze kann ich hier so machen. So, blend meine Vorher-Nachher-Einsicht an. Vorher, nachher. Also das wäre mal Farbkorrektur und Color Grading. Ich kann mir das Ganze eben hier auch abspeichern als Benutzervoreinstellung. Ich habe das Ganze hier schon mal gemacht. Violett-Gelb. Ja, und das kann ich dann aufs nächste Bild anwenden. Das heißt, ich mache hier eine Anpassungsebene. Violett-Gelb oder Summer Breeze habe ich eine genannt. Oder Violett-Gelb. Hier. So, bei diesem Bild hier reicht mir das Color Grading an sich nicht aus. Ich werde hier ein bisschen noch an den Farben herumspielen, damit das Ganze stimmiger ist. Ja, deswegen verwende ich auch den Farbeditor oft auch in meinem Workflow, was Farben anbelangt. Dazu werde ich das Grün ein bisschen entsättigen und mehr ins Bläuliche schieben. So. Hier. Das Ganze werde ich hier beim Himmel auch machen. Ich möchte mehr ins Zyan haben, ein bisschen entsättigen und ein bisschen abdunkeln. Gut, dann werde ich noch schauen. Nein, ich habe jetzt hier keinen Farbstich. Ich werde das hier einfach mit einer gefüllten Anpassungsebene noch machen. Den nenne ich jetzt Color Grade. Und nehme das Farbpalast-Tool raus, vergrößere das Ganze, das kann ich jetzt hier machen und gebe dem Bild einmal ein bisschen Wärme hinzu. So, gehe weiter in 3-Wege-Tab und gehe mit den Tiefen ein bisschen mehr ins Blau, mache das Ganze ein bisschen dunkler. Hier noch ein bisschen retour, so, und bei den Lichtern mache ich das Ganze auch, setze das ein bisschen zurück und die Luminanz oder den Deckkraft von dieser Ebene setze ich auf 50% und füge das Ganze wieder ein. Was ich jetzt hier noch dazu mache, ich gehe jetzt hier nochmal in den Farbeditor rein, in Basis-Tab und entsättige mir das Bild noch ein bisschen. Und vergleichen wir mal das Bild. So. Bisschen zu viel. Und da werde ich noch ein bisschen Korrektur machen. So. Gefällt mir schon ein bisschen besser. Diesen Look kann ich jetzt hier auch abspeichern, wenn ich möchte. Braucht man aber nicht. Habt ihr eh gesehen. Und ein weiteres Beispiel noch für Farbkorrekturen. Dazu gehen wir einfach hier und setzen meinen Weißabgleich richtig. Jetzt habe ich hier das ist ein bisschen blau. Schauen wir mal, ob das mit der Farbkorrektur. Auch von der Schatten. Das ist zu viel. War eher bewölkt. Okay. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Im Master Tab holen wir uns das Blau aus dem Bild noch. Und eine gefüllte Anpassungsebene. Die nennen wir jetzt Color Grade wieder und dann gehen wir einfach wieder und schauen, was wir unserem Bild so mitgeben können. So, Mitteltöne, gehen wir mehr ins Rot und bei den Lichtern gehe ich jetzt auch einmal kühler hinein. Okay, das Ganze ist hier wieder
einen Kontrast machen, so. Und bei den Lichtern ebenfalls. So, vorher, nachher. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke für weitere Benachrichtigungen und vergesst nicht auch auf Instagram vorbeizuschauen und mir eben den Screenshot zu schicken, dann werdet ihr beim nächsten Video eben auch namentlich genannt und präsentiert hier im Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute.